Hallo liebe Freunde von MFS Fußballtraining TV. Wir wollen uns heute in dem Tutorial mal kurz um die Schusstechnik kümmern. Wir sehen ja, dass gerade jetzt im modernen Fußball die Schusstechnik einen sehr großen Stellenwert hat. Das Ganze auch beidfüßig, sei es zum Beispiel ein Flugball, in dem wir versuchen, lange Distanzen zu überwinden. Der Tolisso von Bayern oder der Boateng spielen die hervorragend, vor allem mit beiden Füßen. Ob es ein Efe-Ball ist, mit dem wir Ecken schlagen können oder Flanken schlagen können oder Freistöße. Direkt am 16er eben mit Efe über die Mauer ziehen, mit ein bisschen Topspin. Oder ob es eben ein Flatterball ist, den man ganz im Zentrum trifft, dass der Ball wirklich sehr unruhig fliegt und wahnsinnig schwer für den Torwart zu fangen ist. Darum wollen wir uns heute mal kümmern. Wir beginnen das Ganze mit einem Flugball. Bevor wir jetzt mit dem Flugball starten, ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir mit den kleinen Kindern, so mit 6, 7, 8, schon mal anfangen, ihnen diese Technik auch beizubringen. Je früher sie es natürlich beginnen, desto leichter tun wir uns später und desto höhere Qualität an Bällen können wir auch erreichen. Und wichtig ist, dass wir das beidfüßig tun, was wir durch unsere Philosophie, durch die unterschiedlichen Tricks, die einmal rechts und einmal links am Gegner vorbeiführen, eh dazu führt, dass wir es mit beiden Füßen können müssen. Also ganz wichtig, die Jungs sollen immer einmal mit dem linken Fuß, einmal mit dem rechten Fuß die Schusstechnik machen, eben 50% aufgeteilt. Okay, wir schauen uns jetzt mal den Flugball an. Beim Flugball ist generell wichtig,